Hey Leute, ich bin John, 25 Jahre alt. Ich komme aus Syrien. Und ich habe eine Freundin und sie wohnt in Deutschland. Deswegen bin ich auf dem Weg nach Deutschland. Und ich will eine Überraschung für sie machen. Wir hatten eine Fernbeziehung und ich habe echt sie sehr vermisst. Hallo? Sag mal, wie siehst du eigentlich aus? Kannst du dir keinen Rasierer leisten oder was? Sag mal, ja? Und die ganzen Pickel im Gesicht. Hallo, bist du hierher gekommen, ja? Schön bei ihr einbuchten lassen, ja? Hallo. Ja, und? Ja, naja, und was und? Was und? Du kriegst von unserem Staat Geld, ja? Ja? Ja, ja, du willst alles, ja? Du kriegst aber gar nichts, du kannst nicht wieder zurückgehen in dein Land, wo du hergekommen bist, ja? Nee, ich will. Ja, was, was? Ja, du kannst dich nicht mal richtig artikulieren, das ist los. Das ist los, ja? So ein Bier, so hättest du gerne, wa? Kannst du dir nicht leisten, ja? Kannst du dir nicht leisten, ja? Ja, du willst kämpfen? Ich lach mich tot. Du willst kämpfen? Hey, ich nehme dich in die Hand und zerdrück dich. Moment, ich sage dir einfach. Ich kämpfe mit dir einfach nicht. Kennst du warum? Warum? Ja, weil warum? Ich Was habe ich bloß getan? Was habe ich gemacht? Das kann ich nicht machen. Das ist ein absolutes No-Go, ja? So kann ich doch nicht mit Menschen reden, ja? Wirklich. Das ist... Nein, ich muss mich entschuldigen. Ich hoffe, ich sehe ihn nochmal wieder. Das kann man nicht machen. Das tut mir leid. Entschuldige mich für jedes Wort. Es war absolut inakzeptabel, was ich vorhin mit euch, was ich euch antun wollte oder was ich gegen euch gesagt habe. Es tut mir sehr leid, aus tiefster Seele, aus tiefstem Herzen. Und ich würde mich gerne bei euch entschuldigen. Nehmt ihr die Entschuldigung an? Na klar. Danke. Du bist sehr willkommen. Du bist hier willkommen. Und du siehst super aus mit deinem Bart. Oh, danke schön, Alter. Ja. Du bist auch ein Bruder. Du bist auch ein Bruder. Kennst du, was scheiße ist? Also, ich bin auf dem Weg nach Deutschland gekommen bin und ich sitze hier mit meiner Freundin und jemand kommt, er ist scheiße Nazi. Ich dachte das nicht. Also, ich dachte, dass die Leute hier sind einfach cool und freundlich. Wir sitzen einfach so und kuscheln und ja, wir haben uns sehr lange Zeit nicht gesehen und so. Und keine Ahnung, also ich dachte, dass die Leute hier sind cool und so. Aber alle Leute sind so? Das dachte ich nicht. Aber glaube ich, was wichtig ist, dass du bist hier mit mir. Weißt du, was ich meine? Okay, Schatzi, es ist total schön hier mit dir, ne? Also, und wir kennen uns viele Jahre davor, jetzt 5 Jahre, wir sind zusammen und es ist total schön mit dir. Und du kennst schon, dass ich liebe dich, ne? Also, und ich habe eine Frage. Ne? Okay.
heiratest du mir und macht mir glücklich? Ja! Echt? Ja! Oh, Schatz. Das war ein Video, ich habe euch verarscht. Ah! Viertel vor, verdammt schon wieder spät dran. Ich muss rennen, da vorne los! Kommt schon meine Bahn. Ja, ich weiß, es heißt, keiner wartet auf dich. Wir treffen uns im gleichen Laden wie seit Jahren. Erzähl uns, was für ein Stress wir haben. Scheiß drauf, ey, wir warten nie auf morgen. Wir sind doch immer noch dieselben Stolz und Helden unserer Welt. Wir warten nie auf morgen. Lass uns leben wie ein Wir sind doch immer noch Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk, oh oh, als wenn es nur für heute wär, oh oh, denn dieser Augenblick kommt nie zurück. Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk, oh oh, die ganze Welt kann uns gehören, oh oh, verbrennen die Raketen Stück für Stück. Ich hör auf mein Gefühl, geh noch nicht heim.